Hi und willkommen bei einem neuen Video. Mein Name ist Michael Schartner und in diesem Video möchte ich dir einen kurzen Überblick geben, wie ich zur Filmfotografie gekommen bin. Viel Spaß dabei! Vielleicht schlägst du gerade die Hände über dem Kopf zusammen, weil du dir denkst, oh nein, schon wieder ein Fotograf, der jetzt anfängt auf Film zu fotografieren. Aber lass mich dir kurz erklären, wieso ich jetzt auch auf den Zug der Filmfotografie aufgesprungen bin. Du weißt ja wahrscheinlich, wenn du andere Fotografen auf Instagram verfolgst oder generell auf Social Media, auf YouTube verfolgst, dass viele wieder angefangen haben mit Film zu fotografieren und große Fans der Analogfotografie geworden sind, wenn sie es noch nicht ohnehin schon waren. Bei mir war das so, ich hatte eigentlich ursprünglich überhaupt kein Interesse an der analogen Fotografie, an der Filmfotografie, aber je mehr ich dann andere Fotografen verfolgt habe, ich hole mir auch immer wieder Inspiration von anderen Fotografen, von meinen Vorbildern, von Leuten, von anderen Fotografen, deren Stil ich einfach cool finde, deren Arbeit ich wirklich toll finde, da hole ich mir Inspiration und da bin ich einfach darauf gestoßen, dass halt wirklich viele mittlerweile anfangen, auf Film zu fotografieren. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe und umso mehr Fotos ich gesehen habe, die auf Film bzw. analog fotografiert wurden, umso mehr hat mich das irgendwie angefangen zu interessieren. Ich bin generell ein extrem neugieriger Mensch und wenn mich dann etwas in seinen Bann reinzieht, wenn dann irgendetwas seine Aufmerksamkeit auf meine Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann ja, ist es bei mir mehr oder weniger vorbei und ich bin komplett verschlungen. Und so war es dann mit der Filmfotografie auch. Ich habe dann jetzt Anfang 2021 angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, habe die ersten Blogartikel darüber gelesen, habe mir einige YouTube-Videos dazu angesehen und ja, habe ein bisschen recherchiert, welche Kameras das es da gerade am Markt gibt, wo man die überhaupt bekommt. eBay und Willhaben war natürlich da die erste Anlaufstelle und habe mich da einfach mal so umgesehen, welche Kamerahersteller gibt es da und so weiter, weil ich ja einfach wirklich keine Ahnung vom Filmfotografie hatte. Und dann, wie es der Zufall so will, habe ich einen ehemaligen Arbeitskollegen, einen guten Bekannten von mir, den David, getroffen und der hat mich gefragt, um es so zu sagen, ob ich von alten Kameras Fotos machen kann, denn er möchte alte Kameras verkaufen. Dann habe ich natürlich zugesagt, dass ich die Kameras für ihn fotografiere, damit er einfach schöne Bilder zum Verkaufen hat. Und dann, ja, war natürlich meine Alarmglocke unter Anführungszeichen gleich am Schrillen, weil ich wusste, alte Kameras, Filmkameras. Und dann, ja, hat er mir die Kameras gezeigt und da war dann genau die Kamera dabei, die ich mir eigentlich holen wollte, mit der ich schon liebgeäugelt habe, und zwar die Canon FTW QL. Das ist die Kamera und die war eben beim David dann bei seiner Sammlung dabei und dann hat er mir die mehr oder weniger zum Geburtstag geschenkt. Gerade zu dem Zeitraum, wo wir uns getroffen haben, hatte ich nämlich Geburtstag und dann, ja, habe ich die von ihm bekommen. Kurz danach habe ich mir dann die ersten Filme bestellt, habe da zuerst bei uns in den Drogeriemärkten überall herumgeschaut, Mediamarkt, ist jetzt kein Drogeriemarkt, aber habe ich halt auch nachgesehen, dann Piper, DM und so weiter, bei Müller war ich auch und keine Chance, dass du da irgendwo einen Film bekommst. Dann, ja, blieb die einzige Wahl natürlich Amazon. Dann habe ich auf Amazon Kodak Ultramax bestellt mit ISO 400 und dann bin ich noch in ein Fotofachgeschäft bei uns in Salzburg beim Fotoküche und da habe ich dann noch Kodak Gold bestellt, weil die Amazon-Lieferung leider etwas länger gebraucht hat. Da habe ich dann die Nachricht bekommen, dass der Film gerade out of stock ist und ich musste etwas länger warten. Bin leider kein geduldiger Mensch und drum, ja, ich konnte einfach nicht mehr warten, mit der Kamera dann wirklich zu fotografieren. Darum bin ich dann eben ins Geschäft und habe mir dann die, ja, Kodak Gold gekauft. Und darum ist der erste Film, den ich jetzt wirklich mit dieser Kamera und auch mehr oder weniger die erste Filmfotografie, die ich gemacht habe, mit einem Kodak Gold 200 geschehen. Das Coole war, als ich angefangen habe mit Film zu fotografieren und die erste Filmrolle unter Anführungszeichen verschossen habe, da war gerade das richtig coole Sahara-Licht, weil eben gerade der Sahara-Staub überall bei uns in der Luft war und dadurch schönes Wetter, einfach überall mega goldene Farben, mega Sonnenuntergänge und die Zeit habe ich natürlich super ausnutzen können, um die ersten Fotos auf Film zu fotografieren. Bin mit meiner Freundin dann mehr oder weniger jeden Abend irgendwo hingefahren, Sonnenuntergang anschauen und hatte dann in dieser Zeit auch sehr viele Shootings, habe auch immer mit der Filmkamera fotografiert und dann in ein, zwei Wochen gleich die ersten drei Filmrollen voll fotografiert. Die erste Rolle, von der ich vorhin gesprochen habe, die Kodak Gold, die habe ich voller Hoffnung zum Mediamarkt in Salzburg gebracht, zum Entwickeln. Und Mediamarkt und die ganzen anderen Drogerieketten, wie jetzt DM, Piper und so weiter, die schicken die Filme, die entwickeln die Filme ja nicht selbst, sondern die bringen die dann oder schicken die dann zu CEWE.
Und da hatten die leider Gottes massive Lieferschwierigkeiten und ich habe dann unterm Strich über einen Monat gewartet, bis der Film dann fertig war. Das hat mich mega genervt, weil ich einfach wissen wollte, so, ob die Kamera überhaupt funktioniert. Klar, technisch hat natürlich alles funktioniert, Belichtungsmessung hat funktioniert, habe mir einfach Batterien geholt, dass ich den Lightmeter auch verwenden kann. Nur war halt das Problem, ich wusste nicht, ob da irgendwo Lightleaks sind, ob die Kamera wirklich so einwandfrei funktioniert. Und darum war ich halt so mega gespannt darauf, auf den ersten Film, wenn dann die ersten Ergebnisse da sind. Aber dazu kam es dann unterm Strich nicht, weil ich dann einfach mit zwei weiteren Filmrollen drauf losfotografiert habe und es hat letzten Endes eh alles funktioniert. Ja, Mediamarkt und CEWE kann ich also nicht weiterempfehlen, wenn man schnell Fotoergebnisse haben möchte von seinen Filmen. Und ich finde es auch ein bisschen altmodisch, dass man da keine Auftragsverfolgung hat, dass man online nicht nachsehen kann, wie lange das dauert oder was der aktuelle Bestellstatus ist, wenn es eben so lange dauert. Wenn das jetzt in 5 Tagen erledigt ist, dann okay, dann brauche ich keine Auftragsnummer oder keine Auftragsverfolgung. Aber wenn es dann über einen Monat geht, ist es halt nervig, weil man einfach immer ins Geschäft hingehen muss. Und ich war unterm Strich 9 Mal dann dort und immer enttäuscht, erst beim 10. oder 11. Mal. Waren dann wirklich die Fotos da. Auch meine Freundin war immer wieder mal dort, ich glaube 3-4 Mal hat sie gefragt und leider war der Film einfach nicht da. Die anderen beiden Filme, die habe ich dann nach Wien zum Fotoleutner gesendet und da war ich echt mega, mega begeistert. Da habe ich am Samstag das Paket zur Post gebracht mit den 2 Filmen und am Montag ist es dann bei Ihnen in Wien natürlich angekommen und am Donnerstag hatte ich schon die Filme, also die Scans meiner Negative hatte ich dann bereits bei mir im E-Mail-Postfach und am Freitag haben sie mir schon die Negative zurückgesendet. Das fand ich auch mega cool. Ich wusste anfangs gar nicht, dass ich die Negative da zurückbekomme. Warum echt mega cool. Bekommt man auch direkt so Folien dazu. Kann ich echt weiterempfehlen. Fotoleutner in Wien. Ist jetzt kein gesponsertes Video oder so, einfach nur aus vollster Überzeugung, weil ich so happy war, dass das einfach so schnell funktioniert hat. Bei den letzten Filmen, die ich entwickelt habe lassen, war es sogar noch schneller. Paket ging am Dienstag raus und am Donnerstag waren wiederum die Fotos bei mir im E-Mail-Postfach. Vielleicht noch einige Infos zur Kamera an sich. Wie gesagt, Canon FTB QL. Bin echt mega begeistert. Es macht richtig Spaß, mit der zu fotografieren. Ursprünglich kam die Kamera mit einem 50mm 1.4 Offenblende-Objektiv. Es hat mega Spaß gemacht, damit zu fotografieren, aber mir persönlich ist es lieber weitwinkliger zu fotografieren und darum habe ich mir dann gleich mal nach den ersten 3 Filmrollen ein 24mm Objektiv gekauft. Das habe ich jetzt auf eBay nur erwischt mit einer 2.8 Offenblende. Ich war bei einem amerikanischen Anbieter dran, ein 24mm 1.4 oder 1.8 zu ergattern, aber ja, da war ich dann nicht der Höchstbietende und darum ist es dann einfach das 24 2.8 geworden, was ja auch okay ist. Und ja, macht mit dem echt mega Spaß zu fotografieren. Ich bin dann hergegangen und habe mit der Kamera in allen möglichen Lichtsituationen fotografiert. Habe am Abend fotografiert, in Indoor mit künstlicher Beleuchtung, mit unserer Esstischbeleuchtung. Habe draußen bei praller Mittagssonne fotografiert, habe im Schatten fotografiert, Sonnenuntergang. Also echt komplett durch die ganze Bandbreite durchfotografiert, um einfach herauszufinden, wie das so funktioniert, das Filmfotografieren, um ein Gespür dafür zu bekommen. Für die unterschiedlichen Lichtsituationen. Man muss doch ein bisschen anders belichten, als es bei der digitalen Fotografie ist. Mir kommt vor, dass einfach die in den hellen Bereichen auf dem Foto einfach viel mehr Bildinformationen drinnen sind, als es beispielsweise bei der digitalen Fotografie ist. Und da bei der digitalen schaue ich eher, dass ich die Fotos unterbelichte und hier jetzt bei der analogen Fotografie, da versuche ich eher, die Bilder ein bisschen überzubelichten. Weil man dann, wenn ich die Fotos dann in Lightroom reinziehe, da mache ich absolut keine Veränderungen, außer dass ich die Lichter nach unten ziehe. Und da sieht man dann, dass trotz des, dass es einfach ein eingescanntes Negativ ist, echt mega viele Bildinformationen noch in den hellen Stellen im Bild verfügbar sind. Ja, das war jetzt im Großen und Ganzen meine Reise, wie ich zur Filmfotografie gekommen bin. Ich hoffe, es hat dir gefallen und vielleicht konnte ich dich auch inspirieren, dass du mal Filmfotografie ausprobierst. Bei mir wird zwar natürlich die digitale Variante der Hauptpart bleiben, wenn es um die berufliche Fotografie geht, aber ich habe jetzt in der Freizeit echt vermehrt die Filmkamera mitgehabt und die Spiegelreflex zu Hause liegen gelassen, weil es mir einfach mega Spaß macht, weil ich den Stil der Fotos ziemlich cool finde und ja, es einfach ein cooles Gefühl ist, mit dieser Kamera zu arbeiten. Wenn du Fragen oder auch Erfahrungen mit Filmfotografie hast, dann freue ich mich über deinen Kommentar und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst und dann sehen wir uns auch schon wieder im nächsten Video. Bis dann! Thank you.